Halleluja! Ihr seid höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Sag mal deinem Nachbar, du bist höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet. Halleluja! Wir wollen uns wieder Platz nehmen, wir wollen wieder auf unseren Platz zurückgehen. Ganz langsam natürlich, ja. Und wir haben ein prophetisches Wort, das wir gleich umsetzen wollen. Wichtig ist, dass wir das prophetische Wort hören und dann auch gleich umsetzen. Das kann Gott sogar direkt machen, direkt nach der Pause. Ja? Ich hoffe, du hast zur Aufbauung, Tröstung und Ermutigung geredet. Und Dennis hat ein wichtiges Wort. Bitte mach dein Herz jetzt auf. Ja, und als die Erika diesen Punkt mit der Vergebung gesprochen hat, hat Gott mir einen Bereich gezeigt. Und Daniel hatte diesen Bereich auch angesprochen. Und ich wusste dann einfach, es ist dran, das heute noch anzusprechen. Und ich habe das Empfinden, dass es in deinem Leben diese Grenzüberschreitung gab, dass Männer waren, die diese Grenze überschritten haben, die Dinge mit dir gemacht haben, die du nicht wolltest. Und es hat was mit dir gemacht, es hat dich innerlich zerstört. Und du hast es gerade gehört, wir sollen vergeben, aber in dir ist dieser Schmerz, in dir ist dieser Groll, und dieses Unverständnis. Und ich möchte dich aber ermutigen, dass du im Glauben vergibst, dass du aussprichst, ich vergebe dieser Person. Und ich glaube, es ist der Moment, wo das ablässt von dir, wo all dieses Gedankenkarussell aufhört, immer wieder diese Momente, die in deinen Kopf kommen in der Nacht, die dich plagen, die dich nicht schlafen lassen, die dich in dieser Unruhe und in dieser Angst leben lassen. Ich glaube, wenn du heute diesen Schritt machst und sagst, ich vergebe und Gott stellt sich dazu, du musst es nicht aus eigener Kraft machen. Er sagt, in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Aber wenn du diesen Personen vergibst, lässt du sie los. Und es lässt dich los und du kannst frei werden und Gott möchte dein Herz dann heilen. Wir wollen jetzt kurz die Augen zumachen, um eine geschützte Atmosphäre zu machen für die, die es jetzt öffnen wollen, dass sie sich nicht ertappt fühlen. Bitte kurz alle Augen zu. Wer von euch hat so etwas erlebt, eine Grenzüberschreitung, und er ist bereit, heute loszulassen? Kurz mal die Hände hoch, okay, es sind viele. Okay, auch Männer, alles klar. Wunderbar, Hände wieder runter. Wir wollen alle zusammen jetzt in Zungen beten und Dennis wird es gleich freisetzen. Wichtig, nicht Dennis setzt es frei, sondern der Himmel wird es freisetzen. Ja? Und dein Glaube empfängt es. Okay, los geht's. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es bist, der die Liebe des Vaters in unserem Herzen groß macht. Und du hast all die Hände gesehen, die gerade hochgegangen sind. Und du hast so viel Liebe für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass deine Liebe sie jetzt ganz neu trifft. Dass du deine Hand der Liebe jetzt auf ihr Herz legst und dass deine Liebe frei macht, dass deine Liebe loslässt. Und ich danke dir, dass sie loslassen dürfen. Ich danke dir, dass deine Liebe sie jetzt so sehr erfüllt, dass sie die Fähigkeit bekommen zu vergeben. Und ich danke dir, dass jetzt Vergebung fließt. Und ich danke dir, dass Freisetzung kommt jetzt in Jesu Namen. Komm mit deiner Liebe. Heile du diese zerbrochenen und zerschlagenen Herzen und mach alles neu. Lösch jede Erinnerung. Jesus, sie sind in dir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Du hast Neues gemacht. Und nimm du das, wo sie sich selber unrein fühlen, wo sie sich nicht würdig fühlen, wo sie sich schmutzig fühlen. Heile du sie und zeig ihre Schönheit. Du hast sie wunderschön geschaffen. Da, wo sie sich durch diese Ereignisse nicht mehr selber lieben konnten, danke ich dir, dass diese Selbstliebe wiederkommt. Sie dürfen sich lieben durch deine Liebe. Herr, berühre du jedes Herz, heile du jedes Herz, setze jedes Herz frei und überführe auch die Täter. Sprich zu den Tätern, Herr, wir wollen auch jetzt für sie beten, dass sie frei werden von ihren Taten, frei werden von ihren Fehlern, frei werden von ihrer Sünde. Wir beten, Herr, dass sowas nicht wieder zustande kommt. Wir beten, dass sie eine Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott, haben und dass auch Heilung in ihrem Herzen geschieht. In Jesu Namen. Amen.
Und er spricht zu dir, mein Sohn, meine Tochter, da wo Menschen dir Unrecht getan haben, da werde ich wieder Heilung reinbringen. Ich bin derjenige, der das zerbrochene Herzen heilt. Und da wo eine Grenzüberschreitung zustande gekommen ist, werde ich Heilung reinbringen. Und ich werde dich geistlich über die Grenze bringen. Gott sagt, ich möchte dich ins Übernatürliche führen, in eine Ebene. Und ich werde das Zerbrochene wieder heilen. Und da, wo du dich hin sehnst, dahin zu kommen, werde ich dich führen. Nicht Menschen werden es tun, sondern ich werde es tun. So bleib in mir und ich in dir und du wirst viel Frucht bringen, spricht der Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Dennis. Wichtig ist, dass wir im Prophetischen das aussprechen. Gerade eben, was ist geschehen? Im Buch vom Himmel war eine Seite, am 6.3.2021 in Limburg sollte ausgesprochen werden, dass diese Grenzüberschreitung gelöst wird. Das stand im Himmel wahrscheinlich, ja. Jeder hat ein Stück, ihr auch. Das hat er gerade gemacht, er hat sein Buch gerade geleert, ja? Hat er ausgesprochen gerade. Das ist auf Wasserlauf manchmal, ja. Hier vorne zittern, ja, und so weiter. Und ich möchte dich ermutigen, in den Pausen kannst du dein Buch auch leeren. Ja, mach es. Sprich's aus zur Ermutigung, Tröstung, Aufbauung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause. Jetzt kommen wir in Teil Nummer 2. Wir werden bis 12:30 machen und dann gehen wir in die Mittagspause zusammen. Wir haben zusammen Punkt 1.1 schon geschafft. Hey, wir sind ja richtig gut. Ja, schon einen Punkt geschafft zusammen. Wir werden noch schneller. Genau. Und kommen jetzt zum Punkt 1.2. Wie wird Prophetie offenbart? Das ist eine Sache, wo du dich selber erkennen wirst. Nämlich, was bin ich überhaupt für ein Prophet? Was bin ich für jemand? Wie empfange ich überhaupt Prophetien? Es gibt verschiedene Bereiche da drin. Wir wollen da versuchen, ein bisschen schneller durchzugehen, dass wir das sehen. Punkt Nummer 1 sind zum Beispiel Visionen. Menschen, es gibt manche Propheten oder Prophetien, die kommen dauernd durch Visionen zustande. Das bedeutet, es ist wie ein Kinofilm. Du sitzt hier in einem Kinosessel und siehst vorne einen Kinofilm. Du siehst eine Vision, die vor deinen Augen abläuft. Und das kannst du im Prophetischen erklären. Zum Beispiel, kommt jemand zu dir und dann sagt, hey, ich habe das und das und das gesehen, also wie so ein Film gesehen, ja, und du erklärst das und das ist eine Vision. Ist in Joel 3 schon prophezeit, Joel Kapitel 3, dass in den letzten Tagen werden diese Visionen immer mehr werden und wir leben in den allerletzten Tagen, ja, wo das, was ausgesprochen wurde und was prophezeit wurde, auch zustande kommt. Und hier steht eben drin in Joel Kapitel 3, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen oder prophezeien. Eure Greise werden Träume haben. Und Achtung, jetzt kommt's. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen oder Visionen sehen. Es ist ein Teil, das prophezeit wurde. Der Prophet Joel sagt, boah, da wird es Leute geben, die werden weissagen und Träume haben und Visionen und Gesichter sehen. Boah, wir leben heute in diesen Zeiten. Ich möchte dich erinnern an die Frage, die ich gestern gestellt habe. Erzähl, wie war es, den Heiligen Geist leibhaftig in sich zu haben? Das sind diese Ebenen, ja? Da wollen wir rein, das wollen wir leben, das wollen wir tun. Und ein Teil davon ist diese Vision oder diese Gesichter sehen. Als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, im Jahr am 18.05.2013, habe ich zu Gott gefragt, Gott, was war das für ein Ding? Weil mein Vater hat schon gewusst, dass es kommt und sagt, Daniel, wenn es zum ersten Mal bei dir passiert, dann musst du alles aufschreiben. Mein Ratschlag gleich an dich, wenn du eine Prophetie bekommst oder eine behältst, bitte schreib es auf. Ja? Auch wenn du eine E-Mail bekommst nach Hause oder wie auch immer, bitte druck es aus, physisch auf Papier, denn das Elektronische kann gelöscht werden, aber dein Papier ist wahrscheinlich besser dann dran. Ja? Deswegen bitte schreib es auf, damit du es immer vor Augen hast. Ja? Nicht nur irgendwo in einer Datei, irgendwo abgespeichert. Ist auch gut, aber wichtig ist vor den Augen eben haben. Und habe ich alles aufgeschrieben und so und frag Jesus, was war das jetzt, mein Himmelserlebnis? Wo steht denn das im Wort? Habe ich studiert und Gott erklärt mir, das ist ein Teil der Visionen. Visionen können wachsen, dass du in der Vision nicht nur wie ein Kinofilm vorne siehst, sondern auf bestimmte Ebenen, dass du mit einsteigst in diese Vision. Dass du mit ein Teil bist, also wie im Kinofilm einer der Leute, die da mitmachen da vorne. Und wenn du mit reinkommst in diese Vision, hat das eine Auswirkung, dass du ein Teil bist von dem, was geschieht. Und Gott hat mich dann mitgenommen in den Himmel, also Himmelserlebnis gehabt.
Und ich war in dieser himmlischen Vision oder ein himmlisches Gesicht gesehen, so kann man es auch biblisch ausdrücken, wo ich dann eine Vision habe, da aber ein Teil davon war. Also ich war in der Vision mit drinnen. So ist ungefähr der Unterschied. Ja? Lass dich nicht ablenken, auch durch diese Bilder nicht. Ja? Ganz, ganz wichtig. Oft im Prophetischen ist es so, dass Ablenkungsversuche zustande kommen. Ja? Die machen ihr Bestes da hinten, die sind super tolle Techniker. Aber wichtig ist für uns, dass wir uns konzentrieren auf das Ding. Und das ist ganz oft, das ist auch eine Schulung jetzt für uns, ja? Eine Schulung. Im Prophetischen ist es oft so, dass wenn du etwas sagen willst, kommen plötzlich Mächte der Finsternis, die versuchen, das kaputt zu machen. Durch irgendwas wird verschüttet, irgendjemand redet komisch, Licht geht aus, Handy klingelt, irgendwas passiert. Ja? Hauptsache, damit dein Wort nicht zustande kommt. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dienst, dienst du. Und dann ist egal, was dein Körper sagt, egal, was die Lichter sagen, egal, was das Handy sagt, egal. Wenn du, das habe ich gelernt von meinem Papa. Daniel, wenn du eine Mission bist, dann dienen wir. Halleluja. Und Gott stellt sich immer dazu. Ich möchte dich ermutigen da drin. Sei kühn, mach das. Ja. Wie wird Prophetie offenbart? Durch Träume. Wir haben es gerade gelesen in Joel 3, dass Träume, das ist eine eigene Gruppe, ich nenne sie die Träumer. Ja. Die Träumer sind meistens Sonntagmorgens, kommen sie auf mich zu. Denn sie haben von Samstag auf Sonntag einen Traum gehabt und ich komme gerade in die Gemeinde und ich habe voll einen Traum gehabt, kannst du es mir auslegen? Und dann geht's los, ja. Dann erzählen sie alle möglichen Dinge. Ich habe hier auch eine Liste mitgegeben, habt ihr vielleicht schon entdeckt, diese Liste. Punkt 223, die biblische Symbolik. Diese Symbolik ist vor allem für die Träumer wichtig, ja. Ein Träumer hat einen Haufen Symbole in irgendeinem Traum und hat keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Wir gehen da noch rein. Das gehört zu dieser Gruppe. Wie legt man Dinge aus? Das große Problem bei den Träumern ist, sie haben 20 Bilder in einem Traum, wissen nicht, wie kann man Dinge auslegen. Was bedeutet mein Bild überhaupt? Und das ist das, was die Träumer brauchen. Bitte, bitte achte darauf, das ist eine prophetische Gabe, wenn du träumen kannst. Ich kenne Menschen, die träumen nie was. Ja? Und Träumer haben aber das Problem, dass sie darauf achten müssen, dass sie keine Horrorfilme angucken, keine Gewaltdinge angucken. Sie darauf achten, mit was sie sich füllen, weil alles, was sie sich füllen, hat Auswirkungen auf ihren seelischen Zustand und hat Auswirkungen auf die Traumwelt später. Ja? Ganz wichtig, Träumer müssen auch ihr Lebensstil so ändern, dass sie sich füllen mit Dingen, die auferbauen, tröstend, ermutigend sind. Ja? Leute, die nie träumen, für die ist gerade egal, was sie machen, die träumen eh nichts. Ja? Aber ist aber auch gut, wenn sie darauf achten. Aber die Träumer müssen darauf achten, wenn sie von Gott empfangen wollen, sich sozusagen wie abends duschen, so tust du dich geistlich duschen einfach. Sagst, Jesus, ich tue jeden Einfluss jetzt weg. Jede komische Gedanken weg. Jedes, was komisch gesprochen wurde, weg in Jesu Namen. Ich gehe jetzt ins Bett und ich erwarte jetzt himmlische Träume von dir. Und dann gehst du ganz sanft ins Bett, kriegst einen wunderbaren Schlaf, der Heilige Geist spricht zu dir und du wachst morgens auf mit biblischen Träumen. Ja? Ich möchte mal ein bisschen eure Vorstellung ein bisschen weitermachen. Es gab einen Träumer, der hat sogar einen Nobelpreis bekommen für so eine physische Formel da. Und dieser Mann hat einen Traum gehabt. Und Gott hat zu ihm gesprochen über Träume in sein Leben hinein und hat ihm irgendeine Formel gegeben. So eine Formel, wo wichtig war für, ich glaube, Physik oder Chemie oder so. Und dann hat er das bekommen im Traum. Und er hat es gesehen, diese Formel. Wow, danke Jesus. Wacht morgens auf, preist den Herrn, danke, wunderbar, setzt sich hin und denkt, vergessen. So ist es im Prophetischen. Das ist eine andere Materie. Du kommst zurück in die physische Welt und das zerrinnt dir irgendwie. Das ist wie wenn du versuchst, Wasser festzuhalten. Das funktioniert nicht so richtig. Ja? Weg. Sagt er, Jesus, tut mir leid. Bitte gib es mir nochmal. Wieder passiert, nächste Nacht wieder geträumt. Er wacht auf voller Freude, setzt sich hin. Weg. Ja, und oh Mann, was ist jetzt? Und sagt er, Jesus, bitte noch einmal, bitte noch einmal. Und hat er schön einen Stift neben seinem Bett hingelegt und ein Blatt Papier und dann ist er aufgewacht, hat aufgeschrieben. Und tatsächlich war das ein Durchbruch in diesem Bereich. Ich möchte dich ermutigen, Gott mag es, Dinge zu offenbaren. Ja, Dinge zu offenbaren, auch schon durch die Träume. Dann gibt es die sogenannten Eindrücke. Das kennen wir im christlichen Bereich sehr gut. Bitte achtet bei diesem Wort bei Nichtchristen, wenn ihr das ausspricht. Ja? Ich habe den Eindruck. Ja, was drückt dich denn? Ja, also nicht so, sondern einfach ganz, ganz normal reden einfach miteinander. Aber Eindrücke ist das, was wir als Bauchgefühl nennen. Das ist, so beginnt es meistens im Prophetischen. Man hat so ein Gefühl, so einen Eindruck, so ein Bauchgefühl, so eine Vorstellung, so etwas, was es bewegt dich einfach. Und so beginnt es oft auch diese Ebene
der Prophetie. Also ganz, ganz, die meisten Nabi-Propheten starten mit diesen Eindrucksebene. Sie haben einen Eindruck und dann fühlen sie etwas und dann machen sie das. Bei den normalen prophetischen Seminaren machen wir auch prophetische Übungen. Das können wir wegen Corona nicht, weil wir müssen ja Abstand halten und so weiter. Deswegen können wir heute keine Übungen machen. Aber wenn du Übungen machst zu Hause, und dann die meisten, wo dann starten, sagen immer, ich habe den Eindruck, dass etwas kommt. Und dann beginnen sie immer mit diesem Ding. Also wenn du mit Leuten im Prophetischen übst oder mit Leuten mit dem Prophetischen zusammen bist, und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, in deinem Hauskreis, Kleingruppe, wo auch immer du bist, dann kommt es ganz oft zustande, dass Eindrücke zustande kommen, also bestimmte Gedanken. Und Gott multipliziert es dann nach oben. Das ist so, so, so gut. Ich mache euch ein Beispiel, wenn bei euch in der Kleingruppe irgendwie eine Person Geburtstag hat. Nimmt doch diese Geburtstagsperson auf den Stuhl, einmal im Jahr auf den Stuhl, ihr drumherum, legt die Hände auf, mit 1,5 Meter Abstand, ja, Hände auf und fängt an zu prophezeien. Und da kommen meistens Eindrücke zustande in diesem Moment. Ich denke, das kennt ihr gut. Und dann plötzlich für diese Person ist es lebensverändert. Lebensverändert. Und das ist das beste Geburtstagsgeschenk, was ihr machen könnt. Besser wie Amazon-Gutschein, ja? Wenn ihr ein Wort vom Himmel gibt, ja? Kostenlos, ja? Musst du nicht kaufen, direkt kostenlos. Und bitte macht dieses Geschenk, dass ihr auch prophezeit für Leute, die zum Beispiel einen Geburtstag haben oder irgendeinen besonderen Moment. Das ist das Beste, was du geben kannst, ein Wort vom Himmel. Dann gibt es Menschen, die Worte sehen. Sie sehen bestimmte Worte. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von der Bethel Church in Redding, Kalifornien. Ich war schon zweimal dort. Ich denke, ihr wart auch schon mal dort, oder? Familie Trümper, ja. Wer von euch war schon mal in Redding, Kalifornien? Okay. Irgendwann werde ich fragen in Amerika, wer von euch war schon in Limburg in Germany? Und die Leute werden hochgehen und sagen, da habe ich meine Heilung erlebt, da habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Amen. Da hat Gott in mein Leben reingesprochen. Da drin habe ich eine Prophetie vom Himmel bekommen. Amen. So wird das werden. Amen. Ich glaube, dass Deutschland an der Reihe Gottes ist. Ja? Ich glaube, dass Deutschland kommt. Ich glaube, dass Deutschland wieder aufstehen wird. Und ich bete darüber und ich träume davon, dass wir wieder Missionare in die ganze Welt schicken werden. Dass eine Erweckung nach Deutschland kommt und ich prophezei es hinein. Gott hat Deutschland nicht vergessen und Pforzheim nicht vergessen und Limburg nicht vergessen und Hessen nicht vergessen und Baden-Württemberg nicht vergessen und Deutschland nicht vergessen. Und ich glaube an eine Bewegung des Heiligen Geistes in unserem Land. Weißt du warum? Weil wir hier sind. Ja, Gott hat uns dort nicht umsonst hierher gebracht. Ja? Wir sind hier, um Reich Gottes zu bauen. Wir spielen nicht Gemeinde, wir bauen Reich Gottes. Halleluja. So ist es. Heißt, weißt. Nebensatz. Okay, weiter. Worte sehen. In Redding, Kalifornien haben sie Folgendes erzählt. Es gibt prophetische Maler. Ich denke, das kennt ihr, ja? Man kann prophetisch malen. Das heißt, es gibt also prophetische Tänze und prophetische Maler und prophetische Briefe und prophetische Filme. Es gibt alles Mögliche. Und dann gab es einen prophetischen Maler und der hat so ein Bild gemalt. Ja? Dann ist da so ein Lobpreis und da gibt es so Healing Rooms und dann malen sie so Bilder. Ich war da auch drin und so, war ziemlich cool. Und dann malte er und malte und malte und dann schreibt er oben rein Freedom. Also Freiheit, ja? Freedom schreibt er. Also Wort. Da kommt einer, der jetzt kein Christ, kommt in die Gemeinde rein und hat davon gehört, da gibt es Healing Rooms, da wurden schon Leute geheilt. Und sagt, okay, wenn man da geheilt wird, dann gehe ich da hin. Hat gedacht, der kommt zum Arzt oder so irgendwas. Ja. Und kommt dann da hin und ein bisschen komische Atmosphäre da irgendwie. Keine Krankenschwestern hier und so, ja. Kommt er dahin irgendwie in den Gottesdienstsaal, alle Stühle waren da weg, in der Mitte waren diese Bilder und er guckt sich dieses Wort an, Freedom. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist auf ihn drauf und er ist frei von seiner Krankheit. Wort gesehen, Herr hat reingesprochen, Gabe der Prophetie, das ausgesprochen, gemalt und jemand ist frei geworden. Bill Johnson hat es erzählt. Wow, bin so begeistert über das, was alleine durch Worte geschehen. Ich möchte dich ermutigen, dass deine Worte, die du sprichst, die du malst, die du schreibst, Menschen in die Freiheit führen. Halleluja. Dazu sind Geistesgaben da. Und dann gibt es die leise und laute Stimme. Leise und laute Stimme. Wenn du viel Trubel hast, kann Gott auch laut sprechen zu dir. Aber ich möchte dich ermutigen, was Iris heute gesagt hat, komm in die Ruhe auch. Nimm dir Zeit alleine mit Gott. Nimm dir Zeit, so wie es geht. Wenn du Kleinkinder zu Hause hast, geht natürlich nicht, dass du jetzt 3 Wochen weggehst einfach. Aber Gott weiß, zwischen 10 und 11 hast du mal eine kurze Stunde Zeit. Dann nimm dich zurück und sag, Jesus, ich gebe dir diese Zeit, auch wenn ich nur 20 Minuten habe, aber die 20 Minuten gebe ich dir. Und Gott schätzt es, wenn du die Zeit ihm gibst. So viel du dort kannst. Ja? Nicht Werksgerechtigkeit, du musst, sondern Herzensbeziehung. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja? Und wenn du das tust, kommt Gott und spricht in dein Leben hinein. Die besten Zeiten meines Lebens sind die Zeiten, wo ich alleine mit Gott bin. Ja,
Wisst ihr, ich erlebe oft Konferenzen, wo der Heilige Geist so stark wirkt und ich predige, die Kraft Gottes fällt, Leute werden geheilt, dämonische Sachen gehen raus, Prophetie ist da, Heilung kommt zustande, es macht richtig Spaß, richtig gut. Aber es ist nichts über eine Begegnung im Himmel. Eine Begegnung, wie Dennis gestern erzählt hat, dass Jesus reinkommt und Jesus dein Leben verändert. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst dafür. Ich habe jetzt wieder im Januar habe ich mir eine Auszeit gemacht, habe mir ein Haus gehabt da und Handy ausgemacht, Internet ausgemacht, Telefon ausgemacht und tatsächlich gebetet und gefastet und erwartet, dass Jesus in mein Leben reinspricht. Ich habe alle Prophetien meines Lebens gelesen und Gott hat zu mir gesprochen noch einmal. Bitte dokumentiere auch alle deine Prophetien und hat in mein Leben reingesprochen. Es war so eine ermutigende Zeit, eine erfrischende Zeit und ich habe ein Himmelserlebnis wieder gehabt und Gott hat mir so stark in mein Leben reingesprochen. Es war so besonders und ich habe mir bewusst Zeit genommen für diese leise Stimme. Ja? Bitte nimm dir diese Zeit, so wie du es natürlich kannst in deiner Umgebung, aber bitte plan es dir ein. Und ich möchte einen mega guten Pastor zitieren. Wenn du nicht planst, wirst du verplant. Ja, hat einer aus Limburg mal gesagt, ja, den zitiere ich ganz oft immer, ja. Bitte plan dir das ein in deinen Kalender. Ich plane mir das tatsächlich ein, block das und sag, nein, da ist besetzt, da kann ich nicht, geht nicht, weil da habe ich Zeit mit Gott, ja. Und bitte plan das dir ein, sonst wirst du verplant von Aktivitäten, von Leuten, von To-Dos, von was auch immer. Und dann hast du ein Jahr weg, 5 Jahre weg, 10 Jahre weg, dein Leben ist weg und du hast einfach nicht geplant, ja. Bitte plan das Ding, ja. Da sind wir Deutsche doch ganz gut drin, oder? Halleluja. Dann die nächste Sache. Wie kann Gott zu dir sprechen? Wie wird Prophetie offenbart? Durch Bibelstellen. Tatsächlich kann Gott durch Bibelstellen zu dir reden. Ja? Bitte nimm es als Rhema-Wort. In meinem Leben, Jesaja 53, Vers 5, war ein Rhema-Wort in meinem Leben. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen, will zerschlagen, um Sünden will. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich habe es genommen und die Ärzte haben gesagt, du bist unheilbar krank, MS, du wirst im Rollstuhl sitzen. In 2 Jahren ist es zu Ende. Ich konnte damals nicht laufen. Und habe rumgehumpelt und habe Jesaja 53 ausgesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Mein Kopf sagt mir, du bist verrückt, das ist doch keine Realität. Mein Herz sagt, doch, das ist die Wahrheit. Und wir können mit der Wahrheit jede Realität verändern. Und denn die Wahrheit ist das, was das Wort sagt. Und ich spreche es immer wieder aus. Glaube kommt vom Hören. Deswegen sprich Dinge bitte laut aus. Ja? Nicht nur im Denken, sondern sprich es laut aus. Und der Glaube ist das, was Heilung bringt, nämlich dir geschehe nach deinem Glauben. Ich habe diese Bibelstelle, die zum Rhema-Wort wurde für mich, ausgesprochen, habe es prophetisch reingesprochen in mein Leben. Denn eins ist es, Prophetische zu empfangen, das andere ist es, selber zu prophezeien. Dass du es bekommst, das prophetische Wort, ergreifst im Glauben und dann weiter prophezeist, indem du es aussprichst. Denn das Hören einer Prophetie ist nur der erste Schritt. Das im Glauben ergreifen ist der zweite. Das selber heraussprechen ist das dritte. Indem, dass du wie Markus 11 zu dem Berg sprichst, Berg der Enttäuschung verschwinde, in Jesu Namen erheb dich und wirf dich ins Meer. Und ich glaube, dass das geschieht, was in meinem Leben verheißen wurde, in meinem Leben. Halleluja. Bitte sei aktiv da drin. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich meine erste Prophetie bekommen. Ich war ein Folienaufleger. Ehemalige Beamer-Dienst, ja. So war das früher. Und ich habe meine Folien aufgelegt und das Wichtigste meines Lebens war Folien auflegen, ja. Das war mein Dienst in der Gemeinde und das war, die ganze Salbung hing an meine Folien, habe ich gedacht, ja. Und habe da Folien aufgelegt und das war mein, und dann, da war ein Prophet aus Südafrika und er hat mich gesehen, er stand halt neben mir als Gastredner, ich war da mit meinen Folien, diese Gastredner war für mich unwichtig, wichtig waren meine Folien, ja. Und war mein Dienst, ja. Und ich habe es getan mit der ganzen Hingabe, wie ich konnte, habe ich da die aufgelegt und so. Und er hat gesehen, dass ich meinen Dienst treu tue. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Er kommt auf die Bühne und guckt, wo ist dieser Junge? Ich war schon im Kindergottesdienst und sagt, holt mir diesen Mann raus, diesen Jungen raus. Sie holen mich, stellen mich dahin, der legt mir die Hände auf. Und während der Hände auflegt, fängt er an zu prophezeien. Die erste Prophetie meines Lebens mit 11. Und er spricht Dinge aus, die bis heute noch, heute bin ich 39, ja, 28 Jahre meines Lebens total wiedergespiegelt haben. Achte auf das erste Mal, ja, die erste Erwähnung, ich denke, ihr kennt es, die erste Erwähnung in der Bibel, die erste Prophetie, was kam damals zum ersten Mal, und schätze es nicht gering. Und er hat es ausgesprochen, ganz viele, du wirst durch die Höhle des Löwen gehen, aber der Rachen wird zugemacht. Du wirst vor Leuten prophetisch reden und sie prophetisch anleiten. Mache ich heute, ja. Das wurde prophezeit, konnte ich damals gar nicht, ich habe gestottert, ging gar nicht, technisch gar nicht. Außerdem wollte ich nie Prediger werden, ja. Aber Gott wollte das alles und Gott hat es gemacht.
Und warum? Weil einer das ausgesprochen hat. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Dinge aussprichst. Es kann Leben verändern. Es kann Leben verändern. Und mein Leben wurde total, total berührt drin. Und es war wirklich wie ein roter Faden, der ausgesprochen wurde. Auch das allererste Mal. Bitte, bitte, denke nicht, die Person noch zu jung oder was auch immer, oder zu alt oder zu groß oder zu klein oder zu krank oder was auch immer. Sondern wenn Gott spricht, dann sprich auch. Sprich es hinein. Also durch Bibelstellen kann Gott in dein Leben reinsprechen. Oder Nummer G oder Punkt G, durch Sätze. Gott kann euch durch Sätze zu dir sprechen. Nicht nur ein Wort, sondern einen ganzen Satz. Und plötzlich wird dieser Satz zu einem Rhema-Wort für dich. Und dann durch alltägliche Gegenstände. Bitte versteht es, dass Gott durch die Gegenstände zu dir sprechen kann. Wir haben einen Jugendleiter bei uns in Pforzheim, der heißt David. Und den liebe ich, der ist cool. Aber er ist ein bisschen verrückt. Warum? Weil er immer prophetisch denkt, ja. Ich mag ihn, aus meiner Sicht ist er nicht verrückt, aus dem Himmlischen ist er ziemlich geerdet, aber aus der Sichtweise der Welt sagen Leute manchmal sowas. Und er ist aber einer, der steht im Wort Gottes. Ja? Und dann war ich mal mit einem Lobpreisteam und Propheten in einer Gemeinde und dann hat das Lobpreisteam da gesungen und so. Und er war gerade auf dem Klo. Ja? Und dann sieht er diesen Seifenspender und Gott spricht zu ihm durch diesen Seifenspender. Nimm den Seifenspender mit und geh nach vorne auf die Bühne. Und dann nimmt er den Klo-Seifenspender von der Klo-Gemeinde mit, ja. Alle kennen den, ja. Kommt nach vorne und sagt, der Herr spricht. Und nimmt diesen Seifenspender und alle denken, oh Mann, ja. Und ich wusste nicht, ob es jetzt gleich daneben geht oder was jetzt gleich passiert. Ja, ich habe hier die Verantwortung dort. Und er nimmt diesen Seifenspender und spricht durch diesen Seifenspender. Der Herr sagt, er möchte dich reinigen. Und während du das jetzt machst, komm in seine Gegenwart und er wird da hineinsprechen in dein Leben. Und er wird dich reinigen. Und wenn du wenn du ihn berührst, wird Gott kommen und alles Unreine wegnehmen, den ganzen Dreck wegnehmen. Und du kommst neu gereinigt durch sein Blut und durch sein Wort hinein in seine Gegenwart. Und so viele Menschen wurden berührt. Wow. Weil Gott im Klo zu ihm gesprochen hat durch einen alltäglichen Gegenstand. Ja? Und so möchte ich ermutigen, achte darauf, dass Gott spricht durch irgendwelche Dinge. Du siehst plötzlich irgendwas und du hast einen Eindruck, eine Vorstellung, ein Gefühl, Gott will etwas sprechen durch dieses Ding zu jemand anderem. Ja? Halleluja. Ich möchte kurz ein Beispiel machen. Dennis, kannst du mal kurz diese Blume hier nehmen? Oder die ist auch gut. Nur die obere, geht es? Dürfen wir das überhaupt? Nicht, dass wir hier die Deko kaputt machen. Ja, gehen wir kurz runter da. Kannst du mal kommen? Ja, geht es? Irgendwie Corona-bedingt, 1 Meter Abstand, achte drauf, dass du niemanden berührst und so. Bitte bleib mal da vorne. Genau. Wir haben jetzt einen alltäglichen Gegenstand hier. Ja? Der Dennis hat ihn gerade genommen und wir achten drauf, darfst du noch ein bisschen herkommen? Jawohl. Wie heißt du? Titus. Genau, 1 Meter Abstand. Geht es Corona-mäßig so? Ja, geht gut, gell? So, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert mit den alltäglichen Gegenständen. Ich habe jetzt gerade eben diese Blume gesehen. Gott hat zu mir gesprochen durch diese Blume. Also nicht die Blume spricht, sondern ich spreche. Ja? Das ist nur im Bild. Anstatt, dass ich mir eine Vorstellung gemacht habe oder dass Gott zu mir hier reinspricht und ich sehe das irgendwie, habe ich ein Bild gesehen, einen Gegenstand gesehen. Und über diesen Gegenstand sprechen wir zum Titus. Das Zweite, was ich gesehen habe, Jesus für wen? Und dann kam es gleich hinein für diese Person. Was ist jetzt wichtig? Im Glauben einfach machen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmen wird oder nicht, aber ich weiß eins, wenn Gott spricht, trifft es immer. Ja, immer. Jetzt muss einfach in Gehorsam gehen. Ja? Titus, darf ich für dich prophezeien? Wichtig ist, dass du eine Erlaubnis bekommst, dass du es darfst, ja, nicht einfach die Hände auflegen und tun und machen. Bei uns im Charismatischen geht das alles, ja, aber wenn du irgendwo anders bist, bitte frag immer um Erlaubnis, ja, das ist immer ganz gut, ja. Titus, der Herr spricht zu dir. Vielleicht nimmst du das mal auf, hast du ein Handy dabei, ja. Kann irgendjemand, ja. Ganz wichtig ist, dass das Prophetische auch dokumentiert wird, ja. Es gibt Propheten auf der höheren Ebene, die tun gar nicht mehr prophezeien, ohne dass du es aufnimmst. Die machen es einfach nicht, weil danach nicht gesagt werden kann, du hast aber gesagt das, ja, sondern nur das, was aufgenommen wurde. Deswegen immer. Und wichtig, ich möchte dich ermutigen, alles aufzuschreiben. Das kommt heute noch im Laufe des Lebens. Titus, sehr gut. Titus, darf ich prophezeien? Ja, hast du gesagt, ja. Der Herr, nimmt ihr auf?
wunderbar. Der spricht zu dir, schau dir mal diese Blume an. In deinem Leben ist einiges ziemlich krumm gelaufen. Einiges war durcheinander und du hast gedacht, hey, warum läuft mein Leben links und rechts und hoch? Und ich wollte doch immer zu Jesus und es war immer krumm und es war links und rechts und hoch und runter. Und du wusstest nicht, Gott, warum muss ich diesen Weg gehen und diesen Weg gehen und diesen Weg gehen? Aber Jesus ist dabei und er kommt und er macht eine schöne Blüte kommt raus. Es kommt die Zeit in deinem Leben, wo es richtig aufgehen wird, wo es sichtbar werden wird. Und du wirst die Schönheit meiner Liebe, du wirst die Schönheit meiner Berufung wirst du sehen. Und Leute werden erstaunt sein. Sie werden nicht mehr reden über die krummen Wege deines Lebens, sondern selbst das Krumme werde ich benutzen dafür, dass meine Schönheit in deinem Leben hervorkommt. Trifft es für dich? Wunderbar. Jesus, wir prophezeien es hinein, wir sprechen hinein, dass die Schönheit deines Lebens in seinem Leben zustande kommt und das Krumme wird dazu benutzt werden, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden, auch das in seinem Leben. Wir sprechen es aus, in Jesu Namen. Amen. Wieder hinlegen, jawohl. Und jedes Mal, Titus, wenn du dann diese Blume siehst, wirst du wissen, das ist mein Wort vom Himmel. Amen. Amen, Amen. Titus, danke. Das ist der Weg über alltägliche Gegenstände. Das ist der Weg, wenn du einen Gegenstand siehst, wenn du einen Gegenstand irgendwo hast, nimm diesen Gegenstand einfach und sag, okay, und ich prophezei jetzt. Nicht der Gegenstand prophezeit, sondern das ist nur ein Bild, dass du plötzlich etwas sehen kannst und Dinge weitergeben kannst. Okay? Ja, ist der leichteste Weg eigentlich, dass du einfach so einen Gegenstand eben siehst. So, damit wir unsere prophetische Gabe weiter ausbilden können, ist es wichtig, dass wir uns nicht auf die Methode konzentrieren, versteifen, um eine Prophetie zu empfangen. Es gibt nämlich verschiedene Methoden hier. Arbeite nicht nur mit deiner Lieblingsmethode. Also meine Lieblingsmethode sind nicht Gegenstände. Ja, mache ich aber für euch, damit es, ja, okay. So gibt es verschiedene Methoden. Bitte achte darauf, wenn Gott spricht, nimm die Methode und sag, nee, das ist nicht meins. Sondern wenn er sprechen will, mach es. Einfach mit der Methode, die Gott vorbereitet hat. Wunderbar. Wir gehen weiter, Punkt 1.3. Die Hauptbibelstelle beim Thema Prophetie ist 1. Korinther 14, Vers 3 und 4. Und dort steht ja, wer aber weiß, sagt, wir sind immer noch auf der Seite 2 bei euch, Punkt 1.3. Da steht drin, 1. Korinther 14, Vers 3 bis 4. Wer aber weiß, sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Wer aber eine Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Wir hatten gestern das schon. Wenn wir in Sprache reden, dann bauen wir uns selber auf. Wenn wir weissagen, erbauen wir die Gemeinde. Gerade eben habe ich geweissagt für den Titus. Wen hat es aufgebaut? Den Titus. Halleluja. Amen. Ja, sehr gut, was gerade passiert ist, war wichtig. Mich auch. Wenn eine Prophetie ausgesprochen wird, kannst du das auch im Glauben ergreifen. Weißt du das? Sagen, genauso war es bei mir auch, ich nehme es auch. Dann wurde es vervielfältigt in diesem Moment. Ja? Wen hat es am wenigsten gebracht? Wahrscheinlich mir. Ich habe einfach gesprochen. Der Gabenträger ist ein guter Gabenträger, wenn er seine Gaben nicht aufisst. Sag, danke Jesus für das Wort für mich, danke. Ja? Kennst du einen Apfelbaum, der seine Äpfel selber aufisst? Wäre kein guter Apfelbaum, oder? Die Äpfel, die du bringst, die Frucht, die du bringst, die Prophetien, die du bringst, sind nicht für dich, sie sind für den Nächsten. Und wenn du gibst, so wird dir gegeben werden. Wenn du anderen Leuten gibst, wird der himmlische Vater dir geben. Wow. Und dann wird es gut. Wenn der himmlische Vater dir gibt, dann wird es richtig gut. Und so möchte ich ermutigen, dass deine Weissagung für die Gemeinde ist oder für den anderen, für den Leib Christi. Aber wenn du in Sprachen redest, das war gestern das Thema, dann baust du dich selber auf. So bitte zu Hause, tu in Sprachen reden. Aber wenn du unter Menschen bist, fängst du an, prophetisch zu reden. Wozu? Zur Erbauung, Ermahnung und zur Tröstung. Schaut mal in euer Skript hinein. Diese drei Worte, die werden oft immer missverstanden, deswegen möchte ich sie hier klären zusammen. Was ist Erbauung? Wir bauen etwas Neues auf, wir bauen auf, ja, wir stärken. Was ist Ermahnung oder Ermutigung? Jetzt kommen wir in den Punkt hinein. Was bedeutet es was ist das Ziel dieser Ermahnung? Jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen. Das bedeutet da oben eine Aufforderung zum rechten heiligen Wandel oder ganze Hingabe an Gott. Ihr habt immer wieder die Bibelstellen. Oder hin zum Gebet, zur Wachsamkeit, zur Zucht. Und das Ziel ist immer, jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen. Wenn dein Ziel ist, deinen Nächsten vollkommen darzustellen in Christus Jesus, dann hast du diesen Weg der Ermahnung verstanden.
Das ist der Sinn dahinter. Nicht der Strafende, Gott will dich strafen und dich zerstören, bam, bam, bam. Nicht so, ja, so funktioniert nicht Ermahnung. Sondern es hat ein zu tun mit deinem Herzen, die Leute in die Vollkommenheit zu führen. In Christus Jesus. Und Trost. Titus, gerade eben was Trost in deinem Leben, oder? Es war Trost, ja? Wo Menschen zerstören wollten, wo Menschen etwas Komisches machen wollten, will Gott Trost hineinbringen, ja? Und das ist so, so, so wichtig. Und so funktioniert Erbauung, Tröstung und Ermutigung oder Ermahnung und Ermutigung. Jetzt zur Abgrenzung. Was ist Prophetie nicht? Ganz wichtig, ja? Was ist Prophetie nicht? Wir haben gerade gesagt, was ist Prophetie und was ist Prophetie nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Prophetie sagt nicht die genaue Zukunft eines Einzelnen voraus, sonst rutschst du in die Wahrsagerei. Bitte mach das nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich gereizt werde von Menschen, bitte sage jetzt mit Wahrsagerei. Die kommen zu mir nach vorne und denken, ich bin der Megaprophet, haben keine Ahnung von so einem Seminar hier und wollen unbedingt ihre genaue Zukunft vorhergesagt bekommen. Bitte sprich, wenn du ein guter Prophet bist, dann kannst du das sehen. Dann let's go, ja? Nein, 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 bitte lass dich da nicht reizen. Bitte sag nicht das, was Menschen wollen, sondern sag das, was Gott sagt, was er will, ja? Und du sprichst nur das aus, was Gott dir gibt, nicht was Menschen unbedingt wollen. Das ist der Unterschied. Also bitte nicht dich auf die Wahrsagerei, sonst rutschen wir vom biblisch richtigen, ermutigen Prophezeien hin zum esoterischen Wahrsagerei. Und das ist der Weg des Todes, das ist die falsche Quelle. Bitte achte darauf, dass du aus der richtigen Quelle, die Quelle ist immer das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz, nämlich Jesus Christus. Punkt Nummer zwei ist auch ganz wichtig. Prophetie ist nicht dazu da, um uns Entscheidungen abzunehmen. Kinder Gottes werden geleitet oder geführt oder getrieben, ja, getrieben vom Heiligen Geist und nicht von Prophetien. Bitte versteht es, Prophetie ist eine gute Hilfe, darf aber niemals die Führung des Heiligen Geistes ersetzen, ja? Niemals. Also, Leute kommen manchmal zu mir nach vorne und sagen, hey, ich muss eine Entscheidung treffen, bitte prophezei. Ich sage dir aber nicht, um was es geht. Ja, so geht's los, ja? Und dann wollen sie unbedingt, dass ich da prophezei, genau in die Sache rein. Und dann hoffen sie, dass genau ihr Wille, also nicht Gottes Wille, ihr Wille zustande kommt. Und dann können sie genau diese Entscheidung treffen, denn der Prophet Daniel hat das nämlich gesagt. Punkt. Bitte glaub mir eins, eine Prophetie hat kein Fundament für eine Entscheidung. Die Entscheidung muss immer durch den Heiligen Geist, durch die Führung des Heiligen Geistes geschehen, nicht durch Prophetie. Denn eines Tages wirst du getestet in deiner Entscheidung und dann ist das Wort der Prophetie kein Fundament mehr für eine Entscheidung. Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich das schon erklärt habe, wir tun Leute nicht verkuppeln in der Prophetie. Ja? Sagen, hey, ich sehe einen Mann für dich und ich sehe eine Frau für dich und ich glaube, das ist der Herbert oder der Peter oder wer auch immer. Und plötzlich kommen da zwei Leute zusammen, die aufgrund eines prophetischen Wortes ja, zusammengefunden wurden. Ja? Nein, nein, nein. Warum? Selbst, also wenn Gott die zusammenführt, er hat ja viele Wege, aber wenn er sie zusammenführt aufgrund einer Prophetie und die machen das plötzlich, dann haben sie irgendwann mal eine Ehekrise und jetzt müssen sie sich auf ihr eigenes Entscheidung stellen, auf ihre eigene Entscheidung durch den Heiligen Geist, die Fundament hat nur drei Ebenen. Liebe, Glaube, Hoffnung, die größte ist die Liebe. Und wenn sie ihre Ehe auf eine Liebe aufgebaut haben und nicht auf Grundlage eines prophetischen Wortes, sondern auf der Liebe, dann hat das Bestand. Und wichtig ist, am Ende geht alles weg, ja, aber die Liebe bleibt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht Entscheidungen aufgrund einer Prophetie irgendwie machst, sondern Entscheidungen triffst du dadurch, geführt vom Heiligen Geist. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Was macht Prophetie? Prophetie ist wie ein Glas. Stell dir mal so ein Glas vor, ja. Und im Glas ist ganz unten, also wie wenn das jetzt ein Glas wäre hier, Prophetie ist ganz unten drin und da ist irgendwie Sand unten. Und Prophetie macht das, dass er den Finger Gottes nimmt, rein und alles wieder hochholt. Er erinnert, er holt hoch, er ermutigt, er holt das ganze Ding hoch. Prophetie tut aber niemals was Neues hinein. Denn Neues hinein tut nur der Heilige Geist. Er führt uns doch, ja. Er macht das, ja. Prophetie darf nur ermutigen, trösten, aufbauen. Das möchte ich ermutigen, dass du darauf achtest, selbst wenn du einen wunderbaren Wunsch hast für eine Person, die gerade vor dir ist, dann ist es dein Wunsch und nicht die Worte Gottes. So bitte achte darauf, dass du die Entscheidungen der Kinder Gottes nicht abnimmst, sondern Gottes Weg ist doch, dass wir mündig werden, nicht unmündig. Und wenn die Entscheidungen abgenommen werden, dann werden wir doch unmündig. Ja? Wir wollen doch mündig werden da drin. Nächster Punkt, Prophetien sind nicht dazu da, um Sünden der anderen aufzudecken. Genau.
obwohl manche Propheten es echt können, dazu ist Prophetie nicht da. Manchmal haben wir Propheten im Haus und manche Leute kommen nicht, weil sie haben Angst, dass ihre Sünden aufgedeckt werden, ja. Nein, ich kann doch nicht kommen, wenn ein Prophet im Haus ist. Das geht doch nicht. Sag ich, Halleluja. Prophetie nicht verstanden, was es ist. Ja, es dient zur Auferbauung, Tröstung und Ermutigung. Und gute Propheten, auch wenn sie das sehen, werden sie in Liebe das hochholen. Ja? Ich zeige dir mal ein Beispiel. Dennis, da brauche ich dich ganz kurz. Ja? Ich nehme extra Leute von meinem Team, damit sonst wäre das komisch. Ja? Also, stehen bleiben. Da war ein Mann und Gott spricht zu mir, Stolz. Kann ich nicht sagen, der Herr spricht. Ja, das ist wie ein Hammer sonst. Ja. Und die Frau dahinter. Und ich wusste, wenn ich jetzt anspreche, das Stolzding, dann wird er sagen, ich doch nicht, nein, das kann doch gar nicht sein, du bist der falsche Prophet. Bumm, ja. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe angefangen zu prophezeien, vor allem. Ja. Und die Frau ist dahinter. Und sie denkt schon, was passiert jetzt? Und er steht da vorne. Ja. Und jetzt versuche ich, das Wort Stolz nicht zu nennen, aber innen drinnen etwas hochzuholen. Achtet auf meine Wortwahl jetzt. Ja? Wichtig ist die Liebe. Der Herr spricht. Er möchte etwas, ich komme ein bisschen näher, ja. Er möchte etwas aus deinem Herzen herausholen. Und etwas, was dich schon lange, lange blockiert hat, wird sich jetzt auflösen. Und etwas kommt hoch. Und die Schönheit von Gottes Berufung wird hochkommen, weil du es zulässt und weil du aufmachst. Die Frau dahinter weint schon. Ja, genau. Und es geht auf. Und diese Blockaden werden aufgehen. Und die Liebe Gottes wird hochkommen. Die Berufung Gottes in dein Leben wird zustande kommen, wenn du bereit bist, Gott an dein Herz zu lassen, wenn es aufgeht. Und die Ketten werden aufbrechen. Und du wirst in deine vollkommene Berufung hineinkommen. Und Gott sagt, mach dein Herz auf und ich möchte hineinkommen, dein Leben verändern. Und die Frau, ja, 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 ja. Und er plötzlich kriegt über die Gabe der Liebe, also durch Liebe plötzlich eine Sündenbekenntnis, wow, ich glaube, ich muss meinen Stolz loslassen. Ja? Kommt danach zu mir, hat Buße getan, sagt, ich muss es, glaube ich, loslassen. Und beide wurden berührt. Wow. Danke. Danke. Ich möchte dich ermutigen, dass du achtest auf deine Wortwahl, wenn du sprichst. Ja? Dass du tröstest, aufbaust und ermutigst. Das ist so die erste Ebene auf der Ebene der Prophetie. Es gibt noch andere Ebenen bei Prophetie, aber das sind so für Leute, die dann schon gelernt haben, wie weit man eben gehen kann und nicht. Wichtig ist für uns hier, wir werden Sünden nicht aufdecken. Und, nächster Punkt, Prophetie ist nicht dazu da, um zu manipulieren. Prophetie ist auch nicht dazu da, um Verdammnis zu bringen. Ja. Zu allen könnte ich euch Beispiele erzählen. Prophetie ist nicht dazu da, um zu führen und zu leiten. Ganz wichtig, führen und leiten tut das apostolische Team oder die Führung in der Gemeinde, nämlich die Pastoren und nicht die Propheten. Ja, ganz wichtig zu verstehen, dass man, wir haben gute, starke Propheten bei uns in der Gemeinde, aber wenn sie ein Wort bekommen, wie die Gemeinde jetzt weitergehen soll, dann nimmt das apostolische Team oder die Pastoren das in ihre Hand und sie entscheiden, wie man das umsetzt in der Gemeinde. Und wenn die Leitung sich entscheidet, dass sie dein Wort nicht umsetzen, bist nicht du dafür verantwortlich, ja? Sondern du betest, du segnest, du baust auf, du vergibst und nicht du bist beleidigt und verlässt dann die Gemeinde. Ja? Sondern du segnest, sagst Halleluja, danke Jesus, dass du zum richtigen Wort das Richtige machst. Denn die Verantwortung von uns Propheten ist, dass wir prophezeien, hineinsprechen, säen, beten, auferbauen, trösten, ermutigen. Die Aufgabe von der Leitung der Gemeinde, die Gott gegeben hat, ja, die Hirten der Gemeinde, ist zu führen und zu leiten, auch durch den Heiligen Geist. Und da ist wichtig, dass jeder seine Stellung eben weiß. Die Gabe der Prophetie ist auch nicht dazu da, um die Führung des Heiligen Geistes zu ersetzen. Denn der Heilige Geist führt und nicht die Gabe der Prophetie. Und die Gabe der Prophetie ist nicht dazu da, um sich selber zu verherrlichen. Zum Beispiel, ich bin der große Prophet, mir müsst ihr nachfolgen. Das ist Quatsch ohne Ende. Ja? Sondern wir gehen durch den Heiligen Geist, werden wir geführt. So möchte ich dich ermutigen, diesen Satz da unten auf der Seite 2, ganz unten. Prophetien können uns Hinweise und Richtungsweisungen geben, aber dürfen nie aufgrund einer Prophetie, also wir dürfen nie aufgrund einer Prophetie eine Entscheidung treffen. Bitte, die Grundlage unserer Entscheidung sollte der Heilige Geist und das Wort Gottes sein. Bitte versteht das, ja. Alles andere dient zur Aufbauung, Tröstung, Ermutigung, kann dich bestätigen, kann es stärker machen, kann dich trösten, kann dich heilen, kann dich weiterbringen. Aber die Grundlage unserer Entscheidung ist immer das Wort Gottes. Halleluja.
Wunderbar. Bevor wir in die Pause gehen, drehen wir unsere Seite noch um, Seite 3, und gucken uns die ersten Punkte an von Punkt 2.1. Wie empfange ich eine Prophetie? Also wie funktioniert das, dass wir überhaupt mit der Prophetie, dass wir eine Prophetie bekommen? Wie können wir eine Prophetie bekommen? Schlüssel Nummer 1. Gottes Stimme klingt wie eine Reihe spontaner Gedanken. Also wenn du noch nie prophezeit hast und du möchtest gerne oder du schaust online gerade zu und denkst, wie kann ich überhaupt beginnen mit der ganzen Sache, schau mal auf deine Gedanken. Oft, wenn du im Prophetischen starten willst, kommen da spontane Gedanken einfach. Die kommen einfach so, ja. Schlüssel Nummer 2, wir müssen lernen, unsere eigenen Gedanken und Gefühle zur Ruhe bringen. Das ist das, was du gesagt hast, Iris, vorhin. Zur Ruhe bringen. Und damit Gottes Gedanken und Gottes Fluss und Gottes Gefühle in uns spüren lassen, dass die hochkommen können. Ja? Wir haben die Regel bei uns, wenn du gerade einen Ehestreit hattest zu Hause, bitte prophezei nicht in der Gemeinde. Ja? Warum? Weil deine Gefühle, Gedanken und dein Fluss Gottes nicht von der Quelle Gottes kommt, sondern wahrscheinlich jetzt zahle ich es im Heim. Der Herr spricht, ja. Und dann geht's los, ja. Bitte achte auf deine Gefühle, deine Gedanken, deine Vorstellungen, dass sie in der Ruhe Gottes sind, dass sie im Frieden Gottes sind. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich lade dich ein, dass du dir Ruhezeiten nimmst. Auch wenn du nur 2-3 Stunden nehmen kannst, aber nimm sie, dass du tatsächlich in die Ruhe Gottes kommen kannst. Und glaub mir, das sind diese Momente, wo der Heilige Geist reinspricht. Kann in dein Leben. Schlüssel Nummer 3. Wenn wir beten, schauen wir mit den Augen unseres Herzens auf Jesus und sehen im Geist die Träume und Visionen des Allmächtigen. Ja, ganz wichtig, du schaust, wenn du deine Augen zumachst und wenn du betest, schaust du Jesus an. Nicht das Lobpreisteam, nicht den Prediger, nicht dein Nachbar, nicht dein Sitz, nicht die Lichter. Du machst deine Augen zu und schaust den Allmächtigen an. In diesem Moment fließt es. Verstehe das, ja? Und Schlüssel Nummer 4, der aller wichtigste Schlüssel überhaupt, ist die Liebe. 1. Korinther 13, Vers 2 sagt, wenn ich Weissagen oder die Prophetengabe habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ein Prophet, der ohne Liebe prophezeit, steht hier nicht drin, seine Prophetie wirkt nichts, sondern so bin ich nichts. Da geht es um Identität. Bitte, bitte, immer mit Liebe. Wenn du prophezeist ohne Liebe, ist es eine zerstörerische Waffe. Wenn du prophezeist mit Liebe, ist es ein Schlüssel, der die Herzen aufmacht. Wow. Bitte achte auf deine Liebe. Bitte verlass die Liebe niemals. Du kannst die Prophetie verlassen, wenn du willst, aber bitte nicht die Liebe. Bitte bleib in der Liebe. Und bitte, bitte bleib in der Liebe und auch in der prophetischen Gabe. Ja. Und so möchte ich ermutigen, dass wir immer in Liebe das machen. Genau, hier mache ich mal ein Beispiel. Ich war mal auf einer Konferenz und ich kannte die Gemeinde nicht, ich kannte auch den Pastor nicht und wir kamen im prophetischen Team dort an und ich sollte halt lehren, so wie heute. Also ja, alles klar. Und da war ich bei dem Punkt Liebe und habe halt so ein Beispiel gemacht, wie mit dem Dennis gerade eben, wo ich mit Liebe so rein prophezei. Ja? Sag ich, kein Problem, kann ich machen. Und da waren alle Leute, ich kannte überhaupt niemand. Und interessant war, irgendwie vorne war so ein Ehepaar, die haben ganz fleißig mitgeschrieben, alles Mögliche, die ganze Zeit. Und ich habe so gedacht, Mann, die sind aber richtig eifrig. Die sind so richtig hingegeben, ja. Und schreiben alles mit und lesen alles nach und schreiben und tun. Und denke, oi. Das sind also richtig fleißige Leute, habe ich gedacht. Ja, positiv gedacht, ja. So, ich habe nicht gewusst, was sie wirklich machen. Und dann hatte ich das Beispiel in Liebe prophezeit. Sag ich, alles klar, nehme ich sie halt mit nach oben. Nehme ich die beiden Fleißigen, ja. Habe ich sie genommen, hingestellt und sie gucken mich noch so an, ja. Ich habe nichts dabei gedacht. Und fange an und die stehen beide vor mir. Und ich fange an zu sprechen und prophezei in ihr Leben rein. Sie weint los. Ich prophezei in sein Leben rein. Sie weinen los, beide. Die Kraft Gottes ist da, so richtig voller Liebe. Ich habe mich also aufgemacht. Ich habe Gottes Sichtweise bekommen für diese zwei. Habe es reingesprochen und plötzlich hat Gott seine Liebe offenbart in ihnen. Wunderbar. Wir waren Mittagspause, wir haben auch Mittagspause. Wir gehen essen zusammen. Der Pastor kommt zu mir und sagt, Daniel, weißt du, für wen du da prophezeit hast? Sag ich, nee, für wen? Das sind Pastoren einer anderen Gemeinde, die haben keine Geistesgaben und die denken, die Gabe der Prophetie gibt es nicht mehr. Sie kamen heute her, ich konnte sie nicht ausladen, um alle Fehler aufzuschreiben, die du machst. Sie haben also schön alles mitgeschrieben. Ja?
Deswegen waren sie so eifrig beim Schreiben. Und die waren so berührt wegen der Liebe, dass sie an diesem Tag ihre Gesinnung geändert haben für die ganze Gemeinde. Und wir wurden letztes Jahr eingeladen, dort in der Stadthalle, in ihrer Stadt, ein prophetisches Seminar zu machen. Und die Gabe der Prophetie ist so stark durchgeflossen. Wow. Wow. Punkt 12.30 Uhr. Ich entlasse euch in der Mittagspause mit dem Wort: Bleibt in der Liebe.